sitzt da noch einer im brennenden Auto? Hallo? Wer ist denn da? Oh, da ist ein Junge. Moment, wie komme ich runter? Ach da, das Problem ist, ich habe gerade schon gesehen, der war grün, ne? Und grün heißt, ich muss den heilen. Oh nein. Alles gut. Viel Blut verloren. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Ja, hilf ihm. Ja, und das Heilen, das war letztes Mal nicht easy. Oh, ich finde das so schwierig. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Oh. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja, Jody. Jody. Holy shit. Okay, Waffe ziehen. Schießen. Sehr gut. Nein, ich brauch dich jetzt! Okay, wofür? Einfach nur, um zu sagen, wo hier welche stehen, oder was? Erstmal die Deckung kaputt machen, sehr gut. Alles klar, wen und... Ah, Moment. Kommen wir noch nicht hin. Schade. Okay, also da vorne sind noch drei. Einen, geh mal bitte wieder zurück. Okay, klappt nicht, weil... Da vorne war jetzt einer... Oh, Junge. Ich weiß nicht, ob das hier mit dir so cool ist. Ballert er da gerade so fleißig drauf? Wo ist denn der andere? Ach, hier. Ah, den können wir so ausschalten, das ist gut. Komm. Sehr gut, also der ist weg und das bedeutet, wir hätten jetzt die Chance, darüber zu laufen. Ah, jetzt macht sie das, sehr gut. Okay, also die nächsten sind jetzt die. Komme ich von hier schon dran? Vermutlich. Ah, geht sogar. Fantastisch. Jetzt kannst du nämlich erstmal deinen Kumpel ausschalten. Und dann dich selbst. Oder auch nicht. Komm, wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt. Wo? Junge, mach was. Please. Ich bin noch nicht so gut im Kämpfen. Sag ich doch. Ich bin ausgewichen. Hui.
Antibiotikum? Ein Husipti? Ist okay. Schon okay. Mir geht gut. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder, Salim? Oh, wie süß er einfach ist. Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Das heißt, wir müssen uns erst recht durchkämpfen? Der Turm ist da drüben. Al-Turidina Diabila Unek. La Burj al-Shabab. Da muss ich jetzt hin. Hastatia ist ja Abukin Chichi. Ah, er hat einen Plan. Na dann los. Was hab ich zu verlieren? Dann mal los. Ich laufe ihm jetzt einfach hinterher. Ohne hier groß aufzupassen, weil ich echt glaube, der hat es doch drauf, oder? Und geht's weiter? Ja. Nee, Jody, einfach da durch. Es ist breit genug. Du passt durch. Es ist kein Problem. Boah, wie, der lockt mich in eine Falle oder so, aber das glaube ich nicht, ne? Jody, einfach hinterherlaufen. Nicht so schwer. Oh, da oben ist einer, aber ich glaube, der sieht uns hier nicht. Junge, wo bist du? Wo ist er hin? Junge, wo bist du? Junge, wo bist du? Wo ist denn der jetzt hin? Ist der hier? Ah, der ist wahrscheinlich da durch, ne? Moment. Jody, einfach durch die offenen... durch die offenen Türen. Ach so, oh. Hallo. Hallo. Was? Shit. Ich verliere gerade trotzdem mega die Übersicht. Ist das jetzt... Ach, das ist er. Jody, einfach durch die Tür. Ich weiß, es ist schwierig für dich, aber... einfach durch. Kann ich mal mit Aiden noch was machen? Ich will nicht. Ah, da führt eine Leiter hoch. Das ist schon mal gut. Einfach hinterher. Oh, oh. Ja, so viel zum Thema einfach hinterher, ne? Keine Chance. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell, hilf mir! Was? Ach so, Schutzschild, natürlich. Oh, hoch mit dir. Holy shit. So. Es ist doch nicht mehr weit. Es ist doch echt... Ich hätte die bestimmt irgendwie retten können. Aber egal, ich muss jetzt mal an mich und an meine Mission hier denken. Salim, alles okay? Was ist los? Was ist los? Ach so, nee, Quatsch. Da rein. Ist das... Der ist kein Böser, ne? Junge, wo bist du? Oh, eine Schule. Vorne rechts abgebogen. Eins, zwei. Oh Gott, da sind noch drei, vier, fünf. Wer hat sie los? Wer hat sie los? Du bist witzig.
Auf jeden Fall kommen wir da schon mal dran, das ist ja schon mal gut. Steche ich den jetzt einfach ab, oder was? Ja, gut. Ohne groß zu zögern. Hä, was geht denn mit ihm? Hi. Nimm das Messer mit. Ah ne, er fährt die um. Ist natürlich auch mega. Ja, jetzt soll Jody sich doch schon mal hinten reinsetzen. Das wäre doch was, oder? Die setzen sich da rein und er fährt jetzt alle um. Ja. Sehr gut. Als hätte ich das Spiel selbst entwickelt. Ach so, er fährt ihn. Ah, er fährt einfach durch. Auch schlau. Oh, oh. Ganz ruhig. Was muss ich machen? Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Was ist X? X ist drücken oder so? Ducken, 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 ducken. Ich weiß ja nicht. Ducken, ducken, ducken. Ich habe keine Ahnung. Das hat jetzt... Oh Gott, ducken, da war einer. Das hat so gut geklappt die ganze Zeit, ne? Unentdeckt zu bleiben. Okay, okay. Was ist hier? Zwei. Können wir was machen? Können wir losfahren? Scheiße, Aiden! Was verdammt noch mal tust du? Jetzt fährt uns mal die ganze Stadt! Ich konnte nichts anderes... Sally, bleib unten, nicht bewegen! Was denn jetzt? Ich konnte nichts anderes machen. Und ich sag noch, das hat nicht geklappt mit dem unentdeckt bleiben. Shit, ey! Der arme Junge. Uah. Drecksack. Ja, weil als ich jetzt gerade R2 gesehen habe, dachte ich so, ja komm, du musst sofort hier sofort drücken. Ich habe mir jetzt dann nicht nur mal groß mich umgeschaut. Ach du scheiße, Junge. Bleibst du bitte unten. Das? Holy shit, Leute! Wir sind sicher. Mann, Mann, Mann! Alles okay, Salim? Tayeb, Tayeb. Lemusa bi ey, Aza. Oh, der Arme, ey. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinu ni alpaka wila janibuki. Hastachi umusahadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein.
لك حد انقذت حياتي لن انسى فعلك حتى ابدا Jamal war hier irgendwo. Hätte sie ihn... Ich habe nicht viel Zeit. Ja, ja. Hätte sie ihn jetzt nicht irgendwo hinbringen können? Also ich meine, dass sie ihn nicht mitnehmen kann auf ihre Mission, das ist soweit klar. Und wer weiß, ob die Eltern noch leben oder was auch immer. Aber ich hätte ihn jetzt irgendwo... Hier, geh mal bitte in Deckung. Hätte ich ihn jetzt abgegeben bei irgendwelchen Leuten, die sich hier auch verstecken. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Da... Ist das klug? Da komme ich vermutlich nicht weiter, ne? Muss doch bestimmt hier vorne lang, wo dieser eine Typ steht. Aber wo genau ist der denn? Stand hier nicht gerade noch einer? Da. Ach, komme ich aber nicht hin von hier, ne? Okay, dann lasst uns erstmal hier vorne Deckung suchen. Muss ich ja schon wieder einen töten. Mann, Mann, Mann. Aber gut. So ist es halt. Bist du denn alleine hier? Ja. Es tut mir leid, mein Lieber. So, ist der schon mal weg? Kann ich denn jetzt hier einfach weitergehen? Oh, was ist denn da vorne noch? Ich dachte gerade, da wäre einer. Ich dachte, da hat einer um die Ecke geguckt, aber nein. Also erstmal kurz hier Deckung suchen. Wo müssen wir jetzt hin? Wo gehen wir am besten hin? Am besten irgendwie so zwischen den Häusern lang? Geht das? Wow. Wow, 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 wow. Alter. Ja, ich habe jetzt auch einen nicht genutzt. War blöd. Also er läuft da lang, ne? Entweder schnappen wir uns den von hinten. Da ist sonst keiner mehr. Oder wir kommen irgendwie drum... Den holen wir uns. Den holen wir uns in der Hoffnung, dass es hier rechts und links keiner sieht. Sehr gut. Ah, wir sind da. Jamal ist hier. Okay, ich suche einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Also erstmal, was ist denn hier? Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Ja, und jetzt kann Aiden irgendwie super weit weggehen, ja? Ist er das hier vorne? Das ist, ja. Das ist Jamal. Okay. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Was haben wir denn da? Nein, Aiden. Ach so? Man darf uns nicht bemerken. Ach so, okay. Ja. Also wir können ihn nicht einfach so töten. Man darf uns nicht bemerken. Da würde ich ja fast sagen, wir müssen einen Weg finden, den hier rauszukriegen. Was haben wir denn hier? Da ist einer, den wir töten könnten. Ich mach das jetzt, weil wenn er mir schon so rot angezeigt wird, irgendwas passiert da doch. Also mit ihm dann. Jetzt ist der erstmal weg. Also da ist noch einer. Ah, Moment, wir können über ihn die Kontrolle übernehmen. Das machen wir doch mal direkt. Und über den anderen da vorne auch noch. Okay. Gut. Such eine Waffe. Da hätte ich schon eine Idee. Der hatte doch eine, oder? Der Kerl hier vorne? Hattest du eine Waffe, Kollege? Hattest du keine Waffe? Ach doch, da ist doch eine. Achso, und jetzt kann er einfach reingehen und ihn abknallen, oder was? Ich muss es tun. Ja, ja. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen, er verdient den Tod. Komm schon, ich schaff das. Ach so, könnten... Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Also könnten wir es auch nicht tun, aber ich tue es, weil das ist jetzt der Auftrag. Und Leute, ganz ehrlich, bei den ganzen Leuten, die ich hier schon getötet habe... Um.
Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Hätte es nicht gereicht... Mach die Tür für mich auf. Ach, die vorne jetzt. Hätte es nicht gereicht, einfach den Kerl zu töten und der hätte dann... Die Tür hier? Und der hätte dann denjenigen erschossen, über den wir gerade die Kontrolle übernommen haben? Also, ich meine, wäre auch eine Option gewesen. So, nu? Ja, oder muss man da jetzt direkt irgendwie alle abballern? Hallo? Ist ja nicht so geil hier. Oh nein. Oh oh, oh oh, oh oh, nein, 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 nein. Abi, Abi. Oh nein. La tamucha, Abi. Ana fi haja ilayka, la tatrukni, la tatrukni. Er ist dein Vater? Oh, holy shit. Können wir nichts machen? Nee, wir können nichts mit Aiden machen. Scheiße. Boah, fuck. Ja, und Nu, was hast du jetzt vor? Willst du jetzt einfach... Oh, verdammt. Abhauen oder was? Fuck, wir müssen weg von hier. Warum rennst du denn? Warum nehmen wir kein Auto? Huch. Holy shit. Ich weiß nicht wohin. Wir hätten ein Auto nehmen sollen. Scheiße. Aiden? Konzentration. Das ist so ich finde das so schwer, ne? Komm schon. Nee, ich bin noch nicht richtig drauf. Nochmal komplett zurück. Ich bin zum Glück nicht auf Zeit. Hui. Was war das jetzt? War doch jetzt alles gut. War doch alles gut. Mehr können wir nicht machen. Lauf da doch hin. Ein. Oder müssen wir jetzt einfach hier sitzen und warten? Kann ich mir kaum vorstellen. Was ist denn hier vorne? Nee, auch nichts. Was können wir machen, Jody? Ich kann ja nicht wirklich...
sterben. Nicht so. Ich muss doch hinaus hier. Denk nach. Denk nach. Ich weiß nicht wirklich, dass ich hier auch nichts. Ich kann den Job umdrehen, aber. Die Leiter! So. Ach, okay. Ich wusste das ja eigentlich. Komm schon. Jetzt aber. Schon, Jodie. Aufstehen. Jodie, steh auf. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Warum sagt er das jetzt so blöd? Das hat sich jetzt nicht so freundlich angehört, finde ich. Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Was ist das für eine komische, belanglose Zeitschrift? Echt ein krasses Kapitel. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Ach du Scheiße. Muss Jamal finden und eliminieren. Niemals erfahrt ihr Salih. Bakartu anakisatikachi. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen.
Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Ich manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Unfassbar krass, das jetzt alles war. Alter. Erstmal die Statistik. Ryan geküsst, 74. Der Ergreifung entkommen, 88. Waffe genommen, 78. Auf dem Dach gerettet. Zur Kathedrale geschlichen. Am Kontrollpunkt entdeckt worden, 80%. Oh, okay. Kein Selbstmordversuch unternommen. Leute, wie krass war das? Also ich denke, wenn hier schon steht, Waffe genommen, Soldat, ich gehe wirklich davon aus, wir hätten die Mission auch einfach abbrechen können und das Ganze nicht machen können. Dann wäre aber, ich könnte mir fast vorstellen, obwohl nee, ich wollte gerade sagen, dass dann die Szene im Hubschrauber trotzdem gleich oder ähnlich gewesen wäre, denn dann hat er sie ja trotzdem noch angelogen, sie hat es einfach nicht ausgeführt. Aber ich glaube, dann wäre sie vielleicht nicht ganz so betroffen gewesen, weil sie dem Jungen eben nicht den Vater genommen hat, ne? Und natürlich den demokratisch gewählten Präsidenten. Ja, krasse Sache. Boah, das war ein cooles Kapitel, hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Und wir gucken jetzt schon mal rein, was als nächstes kommt. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Und als nächstes kommt Alte Freunde. Oh, okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.